Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Handy Review und heute spielen wir Minecraft in der Pocket Edition. Und ich mache diese Handy Review nicht, um zu zeigen, dass es Minecraft auch fürs Handy gibt. Ich denke mal, das wissen die meisten, sondern ich mache das eigentlich mehr nur aus dem Grund, um zu zeigen, was aus der Handy-Version mittlerweile alles geworden ist, ja. Also kurz ein paar Infos, es ist natürlich von Mojang oder Mojang, wie auch immer man es aussprechen möge. Selbstverständlich von den Minecraft-Entwicklern, hat schon 10 Millionen Downloads, ist gerade mal 8 MB groß und jetzt Achtung, es kostet Geld, ja. Es ist nicht umsonst, es kostet, damals als ich es mir gekauft habe, kam es 5,45 Euro. Das weiß ich noch, das war mit eins der ersten Spiele, die ich überhaupt auf dem Handy hatte. Ja, und ich möchte euch gleich auch mal zeigen, was alles damit geht. Ja, also ich meine, klar, grafisch ist es jetzt nicht so, wie am Computer ist. Ich zeige euch dann auch noch, wie man ein Texture Pack macht, einbaut und wie man auch Shader drauf machen kann, ja, das geht auch alles. Aber erstmal kommen wir erstmal zu Minecraft. Ja, ich habe mir schon mal im Voraus zwei Welten erstellt. Einmal die Kreative, damit fangen wir an. Funktioniert natürlich wie im normalen Minecraft auch. Jo, hier ist sogar schon ein Dorf. Und es gibt sogar mittlerweile Zaubertische. Es gibt den Braustand. Es gibt einen Haufen verzauberter Bücher. Ja, also es gibt schon echt viele Sachen. Ups, hier. Die es auch im normalen Minecraft gibt. Sicherlich nicht alle. Ticket gibt es, glaube ich, noch nicht fürs Handy, aber man kann ja auch nicht alles haben, nicht? So, und wir sehen natürlich hier in dieser Oberfläche, manche fragen sich sicherlich, wie kann man das dann am Handy spielen? Die Steuerung muss doch unfassbar kompliziert sein. Ist sie nicht. Und zwar, seht ihr links hier, Steuerkreuz. So. Das Steuerkreuz. Es gibt sogar Schleichen mittlerweile. Das gab es früher auch nicht. Es gibt Schleichen, wenn man hier nämlich in der Mitte drückt, ist Schleichen eingestellt. Das heißt, man kann hier nicht runterfallen. Natürlich gut. Vor allem natürlich dann für im Überlebensmodus. Fliegen geht auch, indem man hier rechts drückt. Das ist nämlich die Springtaste. Aber es ist auch so, dass bei der Pocket Edition ist es auch so, dass man, sobald man auf eine Kante zuläuft, springt der automatisch hoch, ohne dass man da drauf drücken muss. Diese Springtaste ist eben nur dafür da, dass man selber springt. So, inventarmäßig sieht das Ganze im Kreativmodus so aus, dass es gibt hier ein paar Kategorien. Hier sind die ganzen Tränke und alles, was es gibt und verzauberte Bücher und Essenssorten, Lohnenstäbe, Fischsorten, Äpfel, Kohle, was weiß ich denn, ja. Smaragde, Diamanten, alles. Auch die ganzen Schienen gibt es, TNT und die ganzen Äxte, Rüstungen. Sogar Redstone-Komparator, Komparator, ja, gibt's auch. Und natürlich die wichtigsten Steine, Holz und so weiter. Und auch die ganzen Erze. So, das ist dann, hier kann man eine Rüstung auswählen. Und das ist das Inventar. Dazu kommen wir dann in der, im Überlebensmodus nochmal dazu. Und zwar, wenn sich jetzt einer fragt, wie funktioniert das Craften, dann ist es so, dass es einmal, Moment, vielleicht finde ich es hier. Ich weiß nicht, wie es im eigenen Inventar. Ach, jetzt habe ich den Zaubertisch gedrückt. Ich weiß nicht, wie es im eigenen Inventar ist. Das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man immer vorgeschlagen bekommt vom Spiel, was wird gebaut. Nämlich hier. Ich habe jetzt im Inventar hier Holz. Also kann ich eine Werkbank bauen, Sticks, Knopf. Und Holzdruckplatte kann ich bauen. Ist alles möglich.
Das heißt, das ist alles möglich mit dem, was ich im Inventar habe, zu craften. Und so ein Kürbis und eine Kürbislaterne, weil ich eben Fackeln im Inventar habe. Das zeigt er mir alles an. Das heißt, ich muss ja nicht wie beim normalen Minecraft das alles ziehen und bla 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 und dies und das. Es funktioniert alles so. Boah, ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Okay. Dann zeige ich euch jetzt mal den Überlebensmodus. Da gehen wir in die Überleben-Welt. Da sehen wir natürlich Level. Ja, die Levelleiste unten. Es gibt tatsächlich Level, das gab es früher auch nicht. Es gibt Hunger, gibt es auch. Also, dass man was essen muss, das gab es früher auch alles noch nicht. Das hat mich nach einer längeren Zeit, als ich das nicht gespielt habe, hat mich das sehr überrascht, dass es das alles gab. Dass sie so weit vorangegangen sind. Hier hat man dann sein Inventar. Hier ist dann der Crafting Table. Natürlich braucht man dann hier 4 Sachen, um eben die Werkbank zu bauen. Und wenn man die dann gebaut hat, dann funktioniert das wie in der Werkbank. Ja. Blöcke abbauen geht übrigens, indem man gedrückt hält. Und dann füllt sich dieser Kreis. So, wir bauen mal eben ein bisschen Holz ab, um euch das zu zeigen, wie das mit der Werkbank funktioniert. Zack. Ja, und dann gehen wir ins Inventar, in unseren eigenen Crafting Table, machen hier Holz draus, drücken hier drauf 4-mal und dann machen wir hier eine Werkbank. Dann haben wir eine Werkbank, können die hinstellen, klicken drauf und dann wird uns alles angezeigt, was wir bauen können. Mit Holz. Die Sachen und die natürlich weggeblasst sind, so, wie soll ich sagen, die eben hell normal leuchten. Die kann ich eben machen, kann ich eine Truhe machen, super, habe ich alles verbraucht, was ich hatte, und kann natürlich auch die Truhe anklicken. Inventar, und dann kann man hier, wenn man hier gedrückt hält, so war das, glaube, dann zieht er das in die Truhe rüber und andersrum. So funktioniert der Überlebensmodus. Ist natürlich auch alles interessant. Und wer sich jetzt denkt, boah, nee, das sieht ja alles eigentlich scheiße aus, ich hätte gern Texture Pack. Das geht, meine lieben Freunde, das geht. Alles, man muss nur wissen, wie. Wobei das eigentlich auch gar nicht schwierig ist, man muss einfach nur im Play Store eingeben, Texture Packs Minecraft Pocket Edition, dann kriegt man schon eine App. So heißt auch die App, Texture Pack for Minecraft Pocket Edition, also PE. Diese App ist von Proton G, ja, also so hat sich der wahrscheinlich genannt, der das gemacht hat. Hat schon 1 Million Downloads und ist 6 MB groß, diese App. Die App zeige ich euch. Hier sind wir auch schon in der App, und zwar Texture Packs for Minecraft für die Pocket Edition. Und hier haben wir zur Auswahl 16x16, 32x32, 64x64, 128x128 Pixel und sogar Shader zur Auswahl. Ja, da gehen wir dann drauf und diese laden wir uns dann runter. Damit das funktioniert, also hier gehen wir dann einfach drauf, da kommt dann und können wir uns auch ein paar Bilder angucken. Klicken wir auf Download. Ich habe das hier schon mal mit, wo ist es denn, Swax gemacht. Irgendwo hier unten, ja, hier ist Swax von BD Craft. Gibt es alles, hier kann man sich dann eben die paar Bilder angucken und so weiter. Und das hab ich schon gemacht. Und dann braucht man noch eine App, damit das funktioniert. Und zwar den Block Launcher, ja, von, oh mein Gott, Survey Song, wahrscheinlich irgendein Asiate oder eine Asiatin, diejenige hat dann diese App geschrieben. Diese hat ebenfalls 10 Millionen Downloads und ist auch 8 MB groß, also alles keine Platzverschwendung, und wir sehen uns gleich in der App. Und da sind wir auch schon in der App Block Launcher, denn ihr müsst, wenn ihr mit Texture Pack spielen wollt, müsst ihr Minecraft über den Block Launcher starten, damit das funktioniert. Und wie ihr seht, haben wir Swax Pure BD Craft 16x16 drauf und können tatsächlich Minecraft mit diesem Texture Pack spielen. Und wie ihr seht, haben wir auch hier diese typische
fünfeckigen Dinger von Swax drauf, haben die Truhen sehen so aus und so weiter und so weiter. Aber eben nur 16x16, aber das reicht ja auch für die Handy-Grafik, damit das noch flüssig läuft. So, und um das Texture Pack einzustellen, müsst ihr eben hier drauf gehen, also auf dieses kleine Symbol hier auf diesen Schraubenschlüssel, und dann könnt ihr hier ein auswählen, Texture Packs und so weiter, sogar Mods könnt ihr hier installieren, und dann geht ihr auf Texture Pack und dann zeigt ihr euch auch hier auswählen, und dann kommt ihr eben in euren Download-Ordner rein, also müsst ihr euren Download-Ordner auswählen und dann das Texture Pack hier reinladen, damit das funktioniert. So. Und dann sind wir auch schon wieder zurück im Spiel, und das ist es, so einfach ist es dann eigentlich auch schon, ein Texture Pack für Minecraft Pocket Edition zu haben. Und das Spiel läuft genauso flüssig. Ein Shader kann man dann auch installieren, wenn man möchte, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Finde ich sogar manchmal ein bisschen nervig. Ist eben nur so eine kleine Spielerei. Was ist das hier? Okay. Das ist eine Blume. Okay. Kranker Scheiß. Naja, auf jeden Fall, das war's diese Woche mit der Handy-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gebe der Minecraft Pocket Edition 10 Punkte. Ja, ihr habt richtig gehört. 10 Punkte. Ich gebe diesem Spiel 10 Punkte. Aber auch nur Minecraft Pocket Edition. Ohne Texture Pack. Denn wenn ihr nämlich mit dem Block Launcher spielt, kann es sein, dass wenn ihr das WLAN anhabt, einfach mal mittendrin eine Werbung kommt. Das ist natürlich doof. Aber solange ihr nur die Minecraft Pocket Edition spielt, habt ihr keine Werbung natürlich, weil ihr eben was bezahlt habt. Und deswegen gebe ich der Minecraft Pocket Edition an sich als einzelne App auch 10 Punkte. Die anderen, damit würde ich dann eben nur 8 Punkte geben, weil die Werbung dann doch nervig ist. Es ist auch ein bisschen aufwendig, das eben erstmal alles einzustellen. Aber die Apps sagen einem auch, was man tun muss. So schwierig ist es dann auch wieder nicht. Und wir sehen uns nächste Woche. Haut rein.